Ein herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo oder großen Informationsvideo. Heute geht es darum, über gewisse Projekte und über ein gewisses Video, das ich gelöscht habe. Nicht wundern, wenn ich ein bisschen durcheinander bin, denn ich bin gerade aufgestanden, bin ein bisschen durch. Das Video wird später rauskommen, wahrscheinlich mittags oder so, abends kann ich so. Ich weiß, es ist jetzt in dem Dreh rum, ne? Ja, und ich habe das Silvester-Special 2018 gelöscht, weil bei Miro halt so gewisse Kommentare waren, die keinen Respekt hatten, beziehungsweise beleidigt haben, wie wir sind Psychopathen und so. Und da dachte ich mir, okay. Da dachte ich mir, komm Miro, lösch das Video, lass sie denken, was sie denken wollen. Ich habe meins aus Fairness halber gelöscht, weil er halt seins gelöscht hat. Und ich danke den Kommentaren bei mir, die drunter geschrieben haben. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, die ihr mir gegeben habt. Und eure Erfahrungen, die ihr mit mir geteilt habt. Ich danke euch echt herzlich dafür, dass ihr mir den Beistand gibt und den Mut dazu. Ich muss sagen, ich habe mit den Zähnen einen sehr langen, sehr, sehr, sehr langen Weg hinter mir. Sehr viele Ärzte hinter mir. Und Knirschen ist halt eins der großen Sachen, die dazu halt geführt haben, dass es halt kaputt ging. Eine Knirschiene hätte mir auch nichts gebracht in der Zeit. Die würde mir auch jetzt nichts mehr bringen. Ich erzähle auch nicht meine ganze Lebensgeschichte. Ich bin ehrlich, weil das halt nicht jeden was angeht. Es ist mein Recht auf meine Privatsphäre. Das geht nicht jedem was an. Die Leute, die mich kennen, wissen davon. Die wissen Bescheid. Ich habe es auch mit Ärzten schon besprochen. Und ja. Mehr dazu sage ich jetzt mal nicht, weil es halt nicht jedem was angeht. Und ich werde es auch nicht jedem sagen, vor allen Dingen nicht irgendwelchen Leuten im Internet, jeder weiß, dass das Internet ja nicht gerade eine ehrliche Plattform sein kann. Und auch Leute gibt, die nur daran Interesse haben, Leute zu beleidigen und Frechheiten zu machen. Ja, wie schon gesagt, danke, danke, danke an euch, die geschrieben haben. Es waren sehr viele. Ich danke euch trotzdem noch sehr, sehr dafür. Es tut mir leid, dass ich das Video löschen musste. Also verzeiht mir, wenn es weg ist. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich privat an. Ihr könnt auf YouTube privat mich anschreiben. Ihr könnt eine Privatnachricht schreiben. Ich werde darauf auch antworten. Es sieht nicht jeder. Und da kann ich auf euch antworten. Ich habe mir auch schon gedacht, ob ich unter diesem Video halt die Kommentare deaktiviere. Aber ich lasse die mal drin. Wenn Fragen sein sollten. Denn es ist ja nicht nur deswegen. Es geht ja noch um was anderes. Nämlich um die Projekte auf meinem Kanal. Es gibt Nachfrage, was mit Primechanisch und Co. ist. Und. Ich muss mich mal kurz richtig hinhocken, weil ich ein bisschen scheiße sitze. Richtig hingesetzt. So. Es gibt ja die Nachfrage. Ich habe ja auch schon darauf geantwortet. Ich will jetzt auch persönlich für alle noch darauf antworten, weil ich weiß, dass meine Zuschauer es so nehmen, wie es kommt. Die wissen auch schon langsam Bescheid, dass ich halt eher mir nur aufnehme, wenn ich Lust habe. Und genau das ist der Grund. Denn ich nehme nur auf, wenn ich die Motivation, die Lust und andere Sachen habe. Sprich, wirklich Bock drauf habe. Ja, lassen wir mal die Späße. Ich sag mal, wenn ich Lust drauf habe und die Motivation für ein Spiel, dann spiele ich es auch. Ich möchte es nicht spielen. Ich sag mal, ich möchte nicht einfach aufnehmen und halt da sitzen und kaum kommentieren oder genervt oder gereizt oder so zu wirken. Das ist nicht mein Ding. Ich will, wenn dann, gut gelaunt wirken. Ich will euch den Spaß bieten. Ich will kein... Ja, ihr wisst ja, wie ich das meine, denke ich mal. Und dann nehme ich das halt nur auf, wenn ich halt Bock habe. Die Videos kommen auf jeden Fall. Aber ich muss auch einige Projekte noch was dazu sagen. Dass manche Sachen halt ein bisschen kompliziert sind zu machen. Das sage ich aber später, wenn ich jetzt die komplette Projektliste durchgehe. Ja, das ist einiges. So, da haben wir Arc Operation. Ich muss sagen, Arc Operation. Ich weiß, ich sage viel MM. Arc Operation, der 27. Part, ist ab da an Schluss. Es geht nicht mehr weiter. Ich muss auch sagen, ich hatte da die Motivation an das Spiel einfach verloren. Ich hatte keinen Bock mehr, Großartiges weiterzumachen. Ich weiß nicht, ich mochte den Spielstand irgendwie auch nicht. Und ja, das kommt, wie es kam.
Aber das war nicht der Grund. Nämlich der Grund war, ich habe ja ein Backup gemacht und das Backup ist leider verschwunden. Sprich, entweder der Computer hat irgendwas falsch gemacht beim Laden oder ich habe es verschlammt. Ich habe es auf jeden Fall nicht mehr gefunden. Der Backup ist weg. Aber keine Panik. Ich werde auf jeden Fall diejenigen, die halt dann gucken ab und zu. Ich weiß nicht, jeder guckt jede Folge. Ich verstehe, Ark ist sowieso ein Projekt, das sowieso langwierig ist vor allem. Und nicht immer spannend ist. Es ist eher mehr zum Zuhören, finde ich. Nur Themes halt und so sind interessant. Also daher kann ich es verstehen, wenn es halt nicht so arg angeguckt wird. Aber wie gesagt, ich gucke, beziehungsweise ich spiele nur das, was ich möchte. Ich nehme auch nur das auf, was ich möchte. Wenn ihr Spielewünsche habt, könnt ihr die gerne schreiben. Ich habe kein Problem damit. Ich nehme dann auch mal die Zeit dafür, diese Spiele zu spielen. Wie schon gesagt, Ark Operation ist leider futsch. Es gibt aber eine Season 2, die ich mit Miro mache. Warum Kretak nicht dabei ist? Ich sag mal so, Kretak hat nicht immer Zeit. Kretak kann nur am Samstag immer aufnehmen mit uns, weil sie halt Arbeit hat. Und das Problem an Operation ist, dass er nicht dedizierten Server den Mitspieler mitportet. Das heißt, wo ich bin, wird er dann zu mir geportet. Und das ist übelst schlimm, wenn man halt in den blauen Bereich will oder in den roten rein. Hier sind ja die. Ich höre den Rocktrack da. Ja. Und da werden halt die anderen Mitspieler zu mir geportet. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe den Entfernungsabstand alles hochgeschraubt. Ich weiß nicht, an was das liegt. Es ist einfach scheiße. Es geht halt nicht so, wie man will. Und ich kann es verstehen, dass Gran Kretak nicht mit will oder würde. Sie hätte Interesse, es zu machen, aber ich bin ganz ehrlich, ich will keinem von denen die Qual geben. Aber Miro hat gewollt, er ist dabei im zweiten Part. Und wir werden auch da normaler Godzilla tamen. Also der Godzilla-Arc werden wir ganz normal tamen dann. Ich gebe den jetzt auch. Oh, ich bin. Was ist Ich passiert? Ich hab hab mich hier. angestrahlt. Und auch normal besiegen, sprich, wir werden dann mit Spinos auf einen gehen. Also da kommt noch einiges auf euch zu. Und wir werden das auch zu Ende spielen. So gut wie es geht, nicht zu cheaten oder gar nicht zu cheaten. Wir haben bis jetzt überhaupt nicht gecheatet. Wir haben uns die Zeit genommen und haben es gemacht. Ja, es kommt auf jeden Fall eine Season 2. Die ist schon in Planung. Die kommt auch bald, denke ich. Je nachdem ich die Zeit finde zu planen. Dann haben wir Five Nights at Freddy's. Das ist das nächste Projekt. Ich muss sagen, dieses Projekt ist schon fast so gut wie vorbei. Danke, Auto, wie man es gehört hat. Denn ich habe jetzt schon die Nacht 5 geschafft. Wir haben noch Nacht 6 vor uns. Nacht 6 ist recht schwer. Und dann haben wir noch 20, 20, 20 Nacht. Die kommt ja auch noch. Und dann haben wir noch die Easter Eggs, die ich noch machen will. Ich kann aber sagen, dass die 20, 20, 20 nach vielleicht gar nicht machen, weil die einfach zu schwer wird dann. Ich werde die wann zeigen, aber ich glaube, die packe ich einfach nicht. Ja, dann haben wir Alan Wake. Alan Wake ist auch ein Projekt, das sich ewig in die Länge zieht. Aber das wird weiterkommen, das wird weiter aufgenommen. Ich werde dann immer so Seasons machen, sprich so drei, vier Parts am Stück aufzunehmen. Und dann ist auch mal wieder lange Zeit Schluss. So, dann haben wir Jurassic Park Operation Genesis. Das Projekt ist sowieso eins, das sehr lange geht, da ich erst ganz normal die Ausgrabungsstätten machen will. Man kann halt nicht alle freischalten. Wir werden auf jeden Fall alle freischalten auf Normalzustand. Dann werden wir eine dritte Season starten. Das ist alles ja in einer Staffel. Und da werden wir halt alle Grabungsstätten frei machen. Ich würde das in der Game-INI ändern und machen. Dann wird wir das tun. Und wenn wir den Park wirklich alle Dinos und so haben, dann werde ich auch hingehen und mit Mods spielen. Das kommt dann auch noch zusätzlich. So, dann haben wir Biomechanic. Biomechanic hat zwei Ausführungen von sich. Da haben wir einmal Jurassic Eye und Biomechanic selbst. Bei Mechanic spiele ich entweder alleine oder mit anderen Leuten. Und ich muss sagen, bei Mechanic ist leider ein Spiel, das nur noch die Hobbyspieler oft spielen und sehr neue Spieler, die es sich dann angucken. Ich muss sagen, es ist fast auf den Servern nicht viel los. Es ist selten. Also dann, wenn ich spielen will, ist nichts los.
ja, das Problem ist halt, ich möchte euch auch ein bisschen Action liefern. Und bei Sandbox-Servern ist halt die Action in geringem Maß oder gar keine. Und auf Deathmatch-Servern ist es so eine Sache, einen richtigen zu finden. Also das ist sowieso momentan ein Spiel, das ein bisschen problematisch ist. Und daher schwer ist für mich aufzunehmen. Und Jurassic Eye ist ja mein Server. Jurassic Eye... Chill und Kill, glaube ich, heißt mein Server. Muss ich jetzt nochmal gucken. Ja, ich glaube, ja. Chill or Kill. Chill or Kill. Also chillen oder töten. Das ist ja mein Server, den hoste ich ja. Das hoste ich aber auch nur, wenn Kretak und Miro Zeit haben. Weil ich brauche wirklich meine Admins, weil da geht's drunter und drüber, wenn der Server mal voll ist. Und wäre es halt nicht schlecht, dass man mehrere Augen hat, die aufpassen und da fair gespielt wird. Was man auch in manchen Parts sieht. So, dann haben wir Saurian. Saurian ist ein bisschen in den Schatten gerutscht, weil es recht eintönig wird. Ich bin ja auch schon ausgewachsen. Ich werde noch eine Folge wahrscheinlich machen, wo mal rumgucken, was so neu ist. Es sind ja ein paar Updates gewesen und. Aber ich werde wahrscheinlich eher warten, bis eine neue Klasse spielbar ist. Wenn schon eine da ist, das weiß ich nicht. Bis eine neue Klasse halt da ist, wo man halt spielen können. Ansonsten ist es eher mehr so gerade pausiert. So, dann haben wir Ark Scorched Earth. Scorched Earth ist fertig aufgenommen. Die Parts werden auch noch kommen. Wir werden euch alles zeigen. Und ja. Und dann mal Ark Survival Evolved. Ark Survival Evolved ist auch fertig. Wir haben den Overseer auch gemacht. Aber ich muss sagen, den haben wir leider Gottes in Godmode gemacht, weil wir gedacht haben, dass es richtig hart wird. Und hat sich doch gegen Ende leicht entpuppt. Und wir waren dann angepisst. Und da wir es ändern wollten, leider hatten wir dann Probleme bekommen. Wir wollten ja dann normal fair reingehen. Und leider... wie soll ich sagen? Fatal-Errors. Das Spiel ist immer gecrashed. Jedes Mal, wenn wir zusammen zum Boss gingen. Ich weiß nicht warum. Immer Fatal-Errors. Und jedes Mal, wenn wir beim Overseer waren, ist das Spiel gecrashed. Wir haben das 3-4 Stunden lang probiert, normal zu spielen. Es ging einfach nicht. Und da konnten wir halt nicht weiter, also normal euch jetzt zeigen. Aber wir haben euch den Overseer gezeigt dann. Wir haben das Ende gezeigt. Das ist auch mal was, aber leider ging es nicht anders. So. Und dann haben wir Conan Exile. Ich muss sagen, Conan Exile ist wirklich ein Projekt, wo ich keine Lust habe momentan und es gerade pausiert ist. Ich werde auch später hingehen und auch Klammern machen, was genau jetzt hier pausiert ist, damit ihr Bescheid wisst. Pausiert heißt aber nicht, dass die Projekte vorbei sind. Sie sind einfach nur kurz mal stillgelegt. So, dann haben wir Saints Row 4. Saints Row 4 ist auch wieder ein Projekt wie Conan Exile, wo ich keine Lust dazu habe. Es ist eine Sache für sich. Ich mag das Spiel wirklich nicht so. Ich hatte es damals gespielt, ich fand es damals lustiger. Ich weiß nicht warum, aber momentan habe ich auf das Spiel echt kaum Bock. Ja, da haben wir The Hunter Call of the Wild. Das ist ein Spiel, das ich nur mit Gretak spielen werde. Ich muss sagen, Gretak und ich spielen das nur, wenn wir mal Lust haben. Das ist aber auch ein Spiel, das kein Ende hat vor allem. Wir spielen das einfach just for fun. Und daher, ja, braucht eh. Dann haben wir Payday 2. Payday 2 ist auch mal wieder ein Spiel, das ich langweilig finde, weil wir halt nur zu zweit sind. Und wir mehrere Mitspieler brauchen, damit es halt richtig Spaß macht. Und ja, es ist, ja. Da haben wir dann Riders of Icarus. Es ist auch wirklich in den Schatten gerutscht. Ich habe das fast vergessen, dass ich das Projekt habe. Es ist aber auch ein sehr langes Projekt, muss ich sagen. Wir werden das natürlich weiterspielen, kein Problem. Vielleicht mache ich das mal auch bald. Ich weiß es nicht. Vielleicht tun wir es ja auch wieder. Kann ja Sinn. Wie schon gesagt, mal warten. So, dann haben wir The Isle. The Isle. The Isle. Ja. The Isle. Ich bin gerade vom Mikrofon weg, nicht wundern. Weil ich mich wieder richtig hinsetzen möchte. Ja, The Isle ist ein Projekt, das ich nicht liebe. Ich liebe es nicht.
ich muss Motivation für dieses Projekt aufbringen und sehr, sehr, sehr viel Motivation. Da ich muss echt sagen, da es viele Spieler gibt, die einfach auch Spaß töten, KS-Spieler und die einfach den Spielspaß damit versauen, ist es für euch unterhaltsam, für uns wiederum nicht. Ich hätte sonst wirklich, es gab halt Wünsche, ich soll mal Alu spielen. Ich hatte Alu gespielt, ich hatte denn an dem Tag die Motivation, Alu zu spielen, aber es ging halt gar nicht, ey. Da gehst du gerade mal so ein bisschen durch die Gegend und dann kommen halt zwei Kanus mit so einer blöden Kartoffel und meinten halt, mich umzubringen, obwohl da genug Essen rumliegt, weil sie nichts anderes im Schädel hatten. Leider muss ich sagen, es geschieht ihnen recht. Ich habe sie getötet. Auch wenn ich gestorben bin, ich habe sie alle drei getötet. Wie schon gesagt, dieses Spiel ist echt nicht gerade mein Ding. Das spiele ich echt, wenn wir zu mir sind. Weil sonst macht das nicht Spaß. Und ich muss sagen, bei manchen Sachen, Kretak war ja mein Gigababy. Sie ist gestorben durch so einen Vollidioten, der halt Amok lief. Dann halt Pet, die ein Ceratops-Baby war. Das habt ihr leider nicht gesehen. Wir waren mit einer Pflanzenfresserherde unterwegs, mit dem Shanto. Ich und Kretak haben halt nach Futter gesucht, haben kurz nicht aufgepasst und dann hat der Shanto halt das Baby getötet. Und der Shanto war halt schon länger bei uns. Wir hatten noch Maya und wir sind denen auch dann hinterhergerannt, dem Shanto, und haben ihn dann getötet, ne? Weil wir haben ja auch lange daran gesitzt. Und der hat auch einfach ohne Grund sie getötet, einfach totgestampft und ja, es ist einfach... Ist es scheiße, sagen wir mal, es ist richtig scheiße. Man kann einfach nicht vernünftig spielen mehr. Und auf anderen Servern wie Survival, auf Survival sind gerade eh nur Kanus, Rexe und Utas verfügbar, soweit ich weiß. Und halt die Menschen. Ich muss sagen, das ist nicht mein Spielmodus, das gefällt mir auch nicht. Also genauso wie Progression. Progression gefällt mir auch nicht so, weil Progression einfach nur ein- oder zweimal fressen ist und du rockst die ganze Zeit im Busch und wartest auf deine Punkte. Da könnte natürlich rumwandern, aber das ist dämlich, weil ich würde es tun, wenn Donti es einführen würde, dass man, wenn man jetzt progressed ist, dass man auch dann wieder diesen Dino wieder spielen kann. Ich würde es dann wieder machen, es ist kein Problem. Aber man kann es halt nicht. Du fängst halt immer wieder von ganz von vorne an. Oder er würde es so machen, wenn man übrige Punkte hat, dass man dann auf dem Dino halt nochmal zurückgreifen kann. Aber es geht halt nicht. Es ist dumm für mich. Ich finde es langweilig. Es ist nervig. Und ich habe keinen Bock auf sowas. So, dann haben wir Realismus-Server. Ich muss sagen, der macht Spaß. Es wird richtig gespielt dort. Aber... ich muss Englisch können, das macht ja Miro. Der Anfang bei uns war ziemlich chaotisch. Ich muss sagen, auf dem Realismus-Server zu spielen ist nicht einfach. Wir haben uns auch vorher noch mit den Admins abgesprochen, sprich Miro hat das getan. Und ja, wir wurden auch direkt getötet, einfach so. Beziehungsweise, da gilt die Regel, wenn du eine Beute erlegt hast, dann darfst du den anderen nicht umbringen. Es war der Fall, wir wurden beide umgebracht, was nicht sein hätte dürfen, und konnten halt es nicht so beweisen. Da war schon die Laune eh unten. Es war da ein bisschen problematisch, aber gegenüber den anderen Parts, die da kommen, war es lustiger. Wir hatten auch Englischsprachige im Chat. Ich sag mal so, für Realismus brauchst du mehrere Leute. Du musst die Motivation auch dazu haben, weil du halt im Discord da sitzen musst. Du kannst halt nicht immer reden. Kommt auch noch zusätzlich dazu. Es ist an sich recht mühselig mit dem Realismus-Server und man muss es auch wirklich wollen. Wie schon gesagt, das ist halt der Eisel ist für mich halt ein Projekt, das ich nicht gerade so liebe. Sagen wir es so. Es ist schwierig mit dem Spiel gerade im Moment für mich. Momentan spiele ich halt am meisten Sandbox, weil Sandbox noch Spaß macht in gewissen Maßen, da man ja nicht gleich immer umgebracht wird, wenn man progressed ist oder versucht zu überleben und zu wachsen.
Vielleicht mache ich es mal, vielleicht aber nicht. Ich weiß es nicht, das wird man sehen. Mal gucken. So, das sind jetzt bis jetzt alle Projekte, die jetzt momentan am Laufen sind. Ihr wisst jetzt Bescheid, warum ich das Video gelöscht habe. Mit Leuten, die halt Besserwisser sein wollen, die Person halt nicht kennen wollen oder beleidigen wollen. Die haben bei mir eh jetzt, wenn sie unten schreiben, eh keine Chance bei mir, weil ich sie löschen werde, wenn ich am PC bin, und dann sind die für mich auch gehalten. Ich lese auch nicht viel mehr dann darüber. Es ist klar, es ist Internet, da gibt es viele dumme Leute, viele bekloppte Leute, Leute, die Stress suchen. Es ist immer dasselbe. Man kann es nicht allen recht machen, ist so. Ist wie Gronkh gesagt hat, man kann es nicht allen recht machen. Ah. Das ist alles, was ich euch sagen will. Ich gucke jetzt gerade mal noch so durch, ob ich nicht was vergessen habe. Ich könnte ja noch anerwähnen, dass ich bei Elderland Gaming bin momentan. Ja, auf Test. Warum Test? Die hat mich ja angeschrieben. Und ja. Und soll dann sprechen für Wochenüberblicke. Ich habe schon ein Video gemacht. Das ist auch auf meinem Kanal verlinkt. Und ja. Warum ich da auf Test bin, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich probiere das gerade erst aus. Vielleicht bleibe ich da, vielleicht aber auch nicht. Wir machen das alle freiwillig, auf freiwilligen Stücken. Auch Spaß halt. Wir werden nicht bezahlt oder so. Wir machen das halt ohne Vertrag, ohne Bezahlung. Wir machen das einfach freiwillig. Und ja, das ist noch neu dazukommen. So, jetzt wisst ihr Bescheid, es ist doch ein bisschen länger geworden. Jetzt für alle anderen, wie gesagt, ich nehme nur auf, wenn ich Bock habe, wenn ich die Motivation dafür habe und es lohnt sich mal, auf den Kanal zu gucken, auf das erste Video, das euch eigentlich ins Auge springt, das größte über den letzten Aktivitäten, ist nochmal das wichtigste Video, das ihr euch angucken solltet, und da wisst ihr Bescheid, ne? Das seht ihr aber allerdings auch nur, wenn ihr abonniert habt. Weil für Nicht-Abonnierten seht ihr ja den Kanal-Trailer. Und ja, ich sag mal so. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Was ihr noch... es gibt ja noch was. Bevor ich mich jetzt verabschiede. YouTube wollte ja oder hat schon die Kanal- bzw. Endcards und so weggemacht, weil YouTube was geändert hat. Ich weiß es jetzt nicht, YouTube wollte es auf jeden Fall ändern, und da ich da nicht mitmache, soweit ich weiß, geht das dann bei mir nicht mehr. Dann habe ich halt die Endcards weggemacht. Ich werde das jetzt mit schwarzem Übergang immer machen. Und wenn ihr halt auf der Playlist seid, könnt ihr direkt weiter gucken. Es ist nicht störend, es ist entspannend für die Augen, und meine Nase juckt. Ah, das tat weh. Ach Gott, man niest. Ja, nochmal zu den Endcards. Ich hab geniest. Wie schon gesagt, die sind weg. Ich mach das mit schwarzen Übergängen. Daher nicht wundern, dass manche Videos noch Endcards haben, weil die halt vorbearbeitet wurden, weil ich halt das am einen Tag mache und dann fertig mache. Weil ich halt nicht immer die Zeit dafür habe, das zu tun. Gut, ich würde mal sagen, danke fürs Zuhören und Zusehen. Und man sieht sich in den nächsten Folgen. Scheiß Nieser. Bye, bye.